Und jetzt dann schlupfen wir aus der Schale heraus und dann zeige ich dir, was wir mit dem Skischuh, mit dem Hybrid-Skischuh von Dahu noch alles machen kann. So, dann als erstes Kletterschluss öffnen. Okay, dann Schnalle oben öffnen, innen wieder die Verriegelung öffnen, dann unten Verriegelung öffnen, geht die Lasche nach vor, dann drehst du kurz um, Steffi, auf die Seite. Rückwärts haben wir hier einen Button. So sieht man es nicht so, so sieht man es gut. Hier hat man einen Button, den kann man drücken und dann geht die Schale komplett auf. Und jetzt drehst du seitlich, so dass du passt. Noch seitlicher? Genau. Perfekt. Super. Ja, genau. So, jetzt sagst du uns das nochmal, Steffi, bitte. So, jetzt schlupf's nochmal rein. Also das geht dann auch ganz ohne Hände. Genau. Indem dass man es mit dem anderen Fuß einfach festhaltet. Und jetzt erzählt beim Ausziehen kann man dann auch ganz normal hinten rauf und wieder raus. Und man muss sich nicht bücken. Jetzt schlupfst du eine nochmal. Und schon ist man drin. Perfekt. Und dann von hinten anfangen, die Ferse jetzt raufklappen. Jetzt schlupfst du nochmal heraus. Super. Und jetzt schau kurz einmal, heb kurz den Fuß auf. Andi, jetzt siehst du die drei Linien im Sohlenprofil. Genau. Okay? Ja. Und das Gegenteil ist in der Schale, sind Rippen drinnen. Und da rostet im Prinzip die Sohle ein und hat eine perfektliche seitliche Stabilität. Okay? Perfekt. So, jetzt schlupf's nochmal rein. Super. Jetzt schließen wir hinten den Spoiler und der rastet ein. Hört man das? Ja, sieht man perfekt. Okay. Jetzt genau, und dann sind wir wieder bei den vier Punkten. Okay, fangen wir unten an. Eins. Zwei. Drei. Vier und den Klettverschluss und ab auf die Piste, Steffi. Genau, und jetzt, so, jetzt öffne ich mal oben die Schnalle. Dann öffne ich oben zuerst die Schnalle, drehe das um. Dann öffne ich hier die Seiten. Dann unten öffnen, Schnalle umdrehen, dass nichts verhackelt. Und dann da abklemmen. So. Und jetzt klappe ich die Lasche nach vorne. Dann nehme ich mir mal da mein Band aus der Tasche. Das kann man jetzt da schön öffnen. Dann haben wir hier noch eine Lasche, die wir öffnen können. Und so komme ich jetzt ganz toll aus dem Schuh heraus. Steck aus. Soll man das hinten schon öffnen? Da haben wir dann einen Knopf. Dann öffnen wir auch die hintere Lasche. Und dann kann ich ganz leicht aus dem Schuh heraus. Den kann man sich auch wieder zumachen. Und dann kann ich damit zum Après-Ski gehen.